gucken, wie der tanzt. Und wie der ein bisschen Ballett macht. Und wie der so tanzt und so. Aber ich weiß nicht, wieso der so eine schwarze Ballett-Sache anhat. Ich weiß nicht, wieso. Aber der ist kein Mädchen, ne? Ich habe zu meinem Sohn Safet gesagt, sei glücklich mit das, was du hast. Und nicht ein bisschen, sondern ganz viel. Das ist eine Sache, die Gott dir geschenkt hat. Und wenn das von Gott geschenkt ist, dann darfst du das nützen. Nütze das, aber bleib bodenständig, bleib ein Mensch. Nochmal. First one. Second one. Third one. Okay. And the reaction. Verstehst du? Okay. Don't want to look each other. So you want, so but I you don't want. You verstehst du? Okay. Yeah, yeah. And then you start. Wait, wait, wait. Allez. Allez. So. Ta 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 ta. Pa, pa, pa. Ta, ta. Yeah. Do I do your thing? Tanzen, das ist für einen selbst. Das ist für dein Herz. Man hört sich so ein bisschen melancholisch an, aber es ist für deine Seele und einfach für dich. Deswegen fällt es mir wahrscheinlich so schwer, auch ohne. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich typisch Roma bin. Und ich glaube, ich bin für die Roma, bin ich eher so ein Paradiesvogel, ne? Weil in dieser Roma-Kultur, wenn ich das so sagen kann, ist es nicht üblich, dass du in diesem Alter noch, ich sag mal, frei bist, ne? Und irgendwie studierst Kunst oder sowas. Ich bin einfach nur ein kleiner Roma aus Wuppertal. Ich mache einfach nur mein Ding, so wie jeder andere auch. Für mich bedeutet Roma sein einfach Geborgenheit und diese Standhaftigkeit der Familie. Das ist für mich Roma sein. Familie ist für mich Roma sein. Hi. Was sagst du? Natschibu. Alles gut? Ja. Ja. Und du? Auch alles gut. Was sagst du? Erstmal rein. Wie geht's dir, Kleiner? Ey, das war meins früher. Mann, ist das schön. Ich mach das. Alles klar? Ja. Mama macht das gut. Geht's dir? Gut? Alles easy. Danke. Natschi? Dich hab ich vermisst. Ja, du vermisst, hä? Boah, Karmazal, du meld dich doch mal. Ja, du musst auch mal vorbeikommen bei deiner Mama. Du musst mal Handy checken. Alter Schwede, der Junge ist auf Masse von. Genug ist genug. Ich hab ein Kapitel für Sakrava. Ach, Chibu. Allah, hier liegt du. Hast du viel erlebt? Oh. Komm noch einige Geschichten. Ich hab ein bisschen Tee. Du bist mit Euphorie. Ja, also. Ich komm noch. Helft dir eigentlich auch was von der Küche? Kommt drauf an. Wir Männer? Also ich persönlich, ich koche ganz gerne. Nicht nur, weil das gut bei den Mädels ankommt, sondern ich finde, so selbst gekocht schmeckt immer am besten. Und ja. Ja, was heißt kochen? Mein Bruder kann kochen. Das ist sehr schön für ihn, dass er kochen kann. Ich kann zum Beispiel nicht kochen. Dafür habe ich von lieben Herrn eine Frau bekommen. Bin ich sehr dankbar. Diese Machos. Ja. Kochen tut Vater manchmal auch bei mir. So, und dann sind wir halt zusammen. Ich bin bei Safet manchmal zu Besuch. Und das heißt dann immer, wir kochen zusammen. Der sitzt dann aber immer auf der Couch und ist voll kaputt von seinem Tanztraining und alles. Und dann koche ich. Und das ist bei uns zusammen kochen. Ja, ich mache den Abwasch wenigstens. Ab und zu. Das hier ist viel Arbeit. Das machen wir nicht immer. Nur bei
besondere Tage, ne? Zum Beispiel jetzt wegen Safet, dass er dieses Essen manchmal vermisst er. Und von allem, dass er alleine lebt. Ne? Und? Wie läuft's? Wie soll's laufen? Gut. Viel zu viel und zu wenig Zeit, Mann. Ja. Wie immer, ehrlich. Es gibt so viele Sachen, die ich noch lernen muss. In diesen 4 Jahren, was hast du gelernt in diesen 4 Jahren? Die Basis ist da. Und ich habe gerade erst angefangen. Ne? Ich meine, Leute aus meiner Klasse machen das seit 10 Jahren, Senat. Ja, ja. Seit 10 Jahren. Und ich habe ich hab 4 Jahre hinter mir. Das ist viel zu wenig, Mann. Und es gibt so viele Facetten, Farben und hast du nicht gesehen. Ein Leben reicht gar nicht. Ja, aber du musst aber auf dich aufpassen. Also. Natürlich. Ich weiß alles, was ich habe. Du musst immer schön deine Sachen aufpassen, was du machst, über nachdenken. Natürlich. Vor allen Dingen, immer. Der Safet war immer so ein fröhlicher Kind. Aber dann, als der Vater gestorben ist, Safet war, glaube ich, 3 Jahre alt. Wir waren mit ihm im Krankenhaus. Und der Safet, er hat 15 Kilometer Weg, er hat nicht aufgehört zum Weinen. Und andauernd hat er Papa gerufen. Andauernd hat er gerufen auf unsere Romanesprache, Babo, 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 Babo. Das kann ich nie in meinem Leben vergessen. Meine Nachbarin war eine Deutsche. Die hat mir geholfen, dass ich hier heute bin, eine alte Frau. Und die sieht mich traurig, sagt sie, hör mal zu, setz dich hin. Bin ich nun gesessen und sagt, du musst nicht viel trauen. Du hast 5 Kinder. Du musst stark sein, nicht für dich, sondern für deine Kinder. Diese Kinder müssen eine Zukunft haben. Und du bist der Zukunft für deine Kinder. Und da hat mein Kopf Klick gemacht. Ich habe gesagt, ja, du hast recht, ich muss für meine Kinder da sein. Meine Mama hat einen richtig guten Job gemacht eigentlich. Aber natürlich habe ich mir irgendwann gedacht, so, ne? Wie wäre das? Würde ich überhaupt noch tanzen, wenn ich einen Vater hätte? Vielleicht hätte er mich mitgenommen, wir hätten irgendwie, weiß ich nicht, Autos verkauft oder was auch immer, ne? Ich frage mich oft, auch noch heute, wie wäre das? Und was würde er dazu sagen, wenn ich, wo ich jetzt tanze und so? Aber ich glaube, ich hatte so viel Liebe von meiner Mutter und so viel Kraft in der Familie. Ich kann nicht wirklich, also wenn ich sagen würde, ja, mein Vater hat mir total gefehlt, dann würde ich lügen. Ja, aber Safets ganze Karriere hat angefangen wegen diesem schwarzen Mann. Ja. Der hat früher Breakdance getanzt. Ja. Und dann hat ist Safet den immer hinterhergelaufen, der war in Ziffer M, war das immer so ein Jugendhaus. Ja. Und dann ist Safet dem immer, der war glaube ich 6 Jahre alt, das weiß ich auch ganz genau so, der ist ihm immer hinterhergerannt, so. Ich wollte immer auch mitgehen, aber ich habe nie meine Schuhe gefunden, weil meine Mama die immer versteckt hat. Und Safet wusste, wo seine Schuhe sind, und dann hat er immer seine Schuhe genommen, seine Jacke, und immer hinter Seele, zack, 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 zack. Und dann hat der Seele gesehen, Breakdance, und dann sagt auf einmal Seele zu, ey, so, was machst du denn hier? So, meinte, ich bin dir gefolgt, ja, komm her. Und dann hat der den immer genommen, den ein paar Tricks gezeigt, und hat er gesehen, das macht den Spaß. Ja. Anyway, I do what I do. This the album right here, you know, it ain't like, I'm not trying to change the game or nothing, I'm not trying to, you know, Es hat damals angefangen an der Hauptschule in Oberbaden, in Wuppertal. Da hatte ich auch halt irgendwie den Ruf, okay, der Safet macht was mit Tanz. Eigentlich hat das mit diesem Projekt Kontakthof von Pina Bausch angefangen. Wir sind von Schule zu Schule gegangen in Wuppertal und haben so eine Art Casting gemacht für Kontakthof, ein Stück von Pina Bausch. Aber mit der so eine Version mit Teenagern haben die dann beschlossen zu machen. Und dann hat irgendwann eine Freundin von mir gesagt, lass uns da hingehen. Ja, okay. Ich habe mir meine Cappy angezogen, mein Lieblings-T-Shirt, meine Lieblingsbreite Hose, so eine Baggy, halt meine breite Hose. Und dann bin ich da rein und habe gesehen, so okay, Spiegel, so eine Stange, was ist denn hier los?
egal, das ist nur ein Traum. Und hab dann gefragt, so, ja, Entschuldigung, wo ist das Hip-Hop-Casting? Meinte, ich weiß nicht, was für ein Hip-Hop-Casting, so, ne? Von welcher Schule bist du denn? Ich so, ja, Hauptschule Hügelstraße. Hat die so in ihre Unterlagen, ja, Safet. Ja, du bist richtig hier. Ich denk mir so, oh nee, was ist denn hier los, so? Dann kamen immer mehr Leute. Und ich hab schon gemerkt, so, okay, die sind so anders, ne? Das sind keine Hauptschüler, so die Art, wie die gesprochen haben, ne? So rein rhetorisch und so, waren die schon irgendwie auf einem anderen Niveau als ich. Und dann guckt mich meine Freundin an, während wir im Kreis sind, so eine Freundin, sagt so, was ist das, Safet? Was ist das? Ich gehe, ich will das nicht. Und die ist gegangen. Und aus Scham, weil ich mir gedacht habe, so natürlich, jetzt heißt es wieder, toll, super, die Hip-Hopper können sich nicht benehmen, ne? Ne? Die wollen nur ihr Ding machen und die sind total unfreundlich und wissen nicht, wie man sich zu verhalten hat. Und dann bin ich aus Trotz erstmal geblieben. So, weil ich beweisen wollte, ne? Kannst du auch breite Hosen tragen, aber halt trotzdem wissen, wie man sich verhält. Und bin ich halt da geblieben. Ich war halt der Hip-Hopper. Natürlich hatte ich meine Vorurteile gegenüber Gymnasiasten. Und weil ich wusste, wie die über mich denken. Aber auf dem zweiten Blick war das dann egal irgendwie, weil die Leute haben mich verstanden, ich habe die verstanden. Und das ist, was Kontakthof bzw. Pina, was dieses Projekt gemacht hat. Das hat mir diese Scheuklappen einfach weggenommen, finde ich. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar, ne? Entspannt. Ja. Okay. Ist deine Frau, dass der Ballett macht? Der so, nein, Bruder, das machen nicht nur Frauen, das machen auch Männer. Nein, nein, ich habe bis jetzt keinen Mann gesehen. Ja, danach der, nein, Bruder, das machst du auf keinen Fall. Wir haben uns festen Pakt geschlossen, der kommt da nicht rein. Was für Ballett, du, was ja, weil ich halt kannst Breakdance machen. Als das Sabi mir gesagt hat und ich gehört habe, dass er Ballett tanzen will, ich habe davon Angst gehabt, dass ich Safin verlieren werde. Dass der die Familie vergessen wird. Aber damals habe ich gesagt, ich werde kämpfen und was meine Kinder wollen, das werde ich ja sagen. Ihr wart dagegen. Aber was habe ich gesagt? Ja, du hast gesagt, was ihr gesagt. Ich habe gesagt, mein Sohn mag das, mein Sohn will das machen. Ihr müsst euch da nicht ändern, aber für uns Ende. Gesehen haben, was da aus ihm geworden ist. Nee, da haben wir gesagt, komm, gib ihm, du musst 110% geben, nicht 100%. Da waren, ich weiß nicht, wir sind doch bis heute so, wenn er etwas so hat. Ballett ist Kunst, große Kunst. Mir war schon bewusst damals, ich weiß es schon. Weil meine Brüder sind in die Schule gegangen. Von 10 Kindern sind wir nur 3 Kinder nicht gegangen. 7 Kinder haben die Schule gemacht. Bist du gegangen zur Schule? Nein, nein. Ich kann nicht lesen, auch nicht schreiben. Im Internet steht geschrieben, eigentlich braucht man Abitur, um an der Folkwang-Universität zu studieren. Es sei denn, also das hört sich immer so komisch an, das zu sagen, aber es steht so auf der Internetseite. Es gibt Ausnahmen bei künstlerischer Begabung. Also wenn die künstlerische Begabung groß ist, dann drücken die mal ein Auge zu. Ein Freund von mir, der auch bei Kontakthof mitgemacht hat, das war Jan, der hat mir gesagt, er macht Aufnahmeprüfung an der Folkwang. Wie Folkwang, Volkswagen oder was? Er meinte, nein, ist Folkwang-Universität. Als die Schule wieder losging, also die Hauptschule, habe ich Robert Stelen gefragt, was das ist.
Die ist mit mir in den Computerraum gegangen. Sie hat dann mit mir meine Bewerbung geschrieben dafür. Und sie hat mich sehr, sehr unterstützt. Dann habe ich eine Einladung bekommen. Und dann war schon die erste Hürde da. So, du musst 30 Euro Anmeldegebühr überweisen. Und ich wollte halt meine Mutter nicht um Geld fragen, weil ich weiß, es wäre drin, aber wieder auch irgendwie über Umwege oder Schulden oder so. Und dann hat man ein paar Freunde angerufen. Eine Stunde später waren wir in Wuppertal und haben getanzt mit einem Ghetto-Blaster. Ein paar Stunden. Und die Wuppertaler waren spendabel. Das Wetter war gut und alles. Und nach einigen Stunden hatte ich so 28 Euro noch was. 2-3 Euro habe ich dann von Mama genommen und habe mir dann das erste Mal in meinem Leben ein Konto gemacht, zusammen mit meiner Lehrerin. Und habe diese 30 Euro da eingezahlt und habe das dann überwiesen direkt. Und dann war ich beim Vortanzen. Ich war erst 17 Jahre alt, also noch nicht mal volljährig. Und da waren einfach so die krassesten Leute, so alle super flexibel, sitzen im Spagat und checken ihr Telefon oder keine Ahnung. Und wir so in den Saal rein. Und dann siehst du schon die Ersten zum Terraband so ihr Bein da oben an der Stange. Und wir denken uns so, boah, nee, niemals, niemals. Kommen wir rein so. Erst mal Kopfhörer abgenommen und so. Ja, ganz locker halt, ne? Aber ich hätte nicht, niemals hätte ich gedacht, dass die mich nehmen. Niemals, weil einfach auch wie so ein Tag wie heute, super warm und alles. Und dann Ballett auch noch, weißt du, das war so. Ja, aber dann in Impro habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt muss was raushauen, so, ne? Und vorher hat Herr Förster gesagt, mich interessiert nicht, wie ihr euch bewegt, sondern was euch bewegt, so, ne? Zeigt mir, wer ihr seid. Und ich habe mir dann ein bisschen vielleicht großkotzig, ich weiß, ich habe mir gedacht, so, okay, wenn du Safet sehen willst, so, wenn du Straße haben willst, kriegst du Straße, so, ne? Kein Problem. Und habe dann da meine Hip-Hop-Moves rausgezogen, so, ne? Aber ja, glücklicherweise, ich weiß nicht, warum die mich genommen haben. Ich glaube, es ist auch irgendwo gut. Ich glaube, ich muss das gar nicht wissen. Nach der Feier bin ich halt nach Hause und habe gesagt so, meine Mutter, dein Sohn ist Student ab Oktober. So, und dann war halt, ne, und Umarmung und Küsschen hier und da. Und ja, meine Brüder waren auch sehr stolz auf mich. Die haben gesagt, ah, so sieht's aus, ne? Bist du raus aus dem Ghetto gekommen, ne? Es war nie so, dass ich mich irgendwie ausgegrenzt gefühlt habe oder irgendwie weniger. Das nicht. Aber da gab es schon sehr, sehr viele Unterschiede. Ich war immer wieder überrascht, wie einfach meine Denke war. Und natürlich bin ich sehr aufnahmefähig, ne? Wie ein Schwamm. Parallel umgreifen, das muss von mir schneller kommen. Ja. Meinst du, wir können irgendwie schon in der Luft, dass ich umgreife, dass wir so ankommen? Sorry, ich bin eingesetzt. Es gibt halt irgendwie verschiedene Gelehrte, die sagen, es ist erlaubt zu tanzen, aber wiederum darf man nur tanzen, wenn es unter Männern ist. Und dann gibt es Leute, die sagen, es ist so eine Grauzone. Aber wie ich verstanden habe, geht es im Islam eher um meine Absicht. Oft habe ich das, dass ich nicht weiß, ob das gut ist oder schlecht ist. Oder ob ich meine Religion verrate oder so. Aber dann sage ich mir so, warte mal, ich darf nicht an Gottes Barmherzigkeit zweifeln. Weil dann bin ich, dann habe ich keinen Grund unter den Füßen, dann habe ich verloren. Dann würde ich auch durchdrehen, glaube ich. Weil gerade diese Leidenschaft zu tanzen einfach sehr groß ist, ne? Aber sie darf halt nicht zu groß sein. Und ich glaube einfach an seine Barmherzigkeit. Und wenn meine Absicht keine schlechte ist, dann weiß ich nicht, warum ich nicht meinen Tanzen fortführen soll. Glaube ich zumindest. Das ist das Beste, oder? Dann nutzt Charab das Beste.
Meine Brüder sind auf jeden Fall mehr in diesen Roma-Kreisen involviert, weil die haben nicht irgendwie, die sind nicht mit ihrem Kopf irgendwo anders. Nicht so wie ich. Ich meine, ich habe dieses Pina-Ding und tanze und habe Leute, die einfach anders vom Kopf ticken, denen du gar nicht erst kommen kannst mit konservativ. Für mich ist es schwierig in diesen Roma-Kreisen. Mein Romanais ist nicht das Beste. Und dann hapert es oft schon an der Sprache, mich richtig zu erklären. Und wenn die dann sagen, ah, okay, du tanzt, wie lange willst du das denn machen? Oder was kannst du denn damit machen? Und dann muss ich den Leuten natürlich das erklären. Schon stressig irgendwo. Und natürlich fühle ich mich dann irgendwo als Mann in meinem Stolz verletzt, wenn ich nicht wirklich sagen kann, was Sache ist. Weil auch ein Tänzer ist ein Beruf. Und auch ein Tänzer ist manchmal 8 Stunden in einem Studio ohne Essen, Trinken, Schlafen und muss es abliefern. Auch ein Tänzer macht das. Nicht nur jemand, der in der Werkstatt, weiß ich nicht, 8 Stunden am Tag an Autos rumschraubt, arbeitet, sondern auch ein Tänzer vollbringt etwas. Diese Erwartungshaltung von meiner Familie, auf jeden Fall ist die da. Die denken sich, okay, der macht seine 4 Jahre, jetzt mittlerweile noch 2 dazu. Und dann kriegt er irgendwo ein Engagement und hat einen Job und wird das Geld nach Hause bringen. Natürlich will ich das auch. Aber ich habe denen Stück für Stück langsam auch erklärt, dass es nicht so sein kann. Kann sein, dass ich in die freie Szene rutschen muss, weil sich irgendwie noch keiner für mich interessiert. Und das versuche ich meiner Mutter und auch meinen Brüdern langsam Stück für Stück beizubringen. Und mittlerweile verstehen die es besser als vor 4 Jahren. Es ist aber sehr schön hier, wo er studiert. Ich bin stolz auf meinen Sohn. Ja. Hier steht Safet Misteli. Oh, ne? Nur den. Safet Misteli. Ja. Misteli, das ist schön. Misteli. Wow. Oh mein Gott. Der gehört auf die Bühne. Ja, der ist geborener Tänzer, dein Sohn. Der gehört nirgendwo hin, außer auf die Bühne. Wahnsinn. Wo bleibt der denn? Wann kommt der denn mal raus? Da ist der doch. Komm doch her. Hallo. Ich hab dich lieb. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Ich bin Mama. Alter. Ich hab euch von unten. Die kleine Frau, sie siehst du so eine Kopftuch. Aber hast du richtig gut gemacht. Ich schwöre bei Gott, bin ich stolz auf dich, Alter. Wallah, wie der das hat. Weißt, naja. Wie du auf die Bühne rüberkommst? Ja, ich schwör's dir. Aber das sind alle, Mann. Das ist ja, alle, aber einer sticht aus der Masse raus. Ja, aber das ist nicht, das soll es vielleicht nicht sein, Alter. Ja, aber das ist dieses also, schon. Ausstechen aus der Masse. Bruder, mieser Bart, ja. Und sogar das Kostüm, hey, Lila. Hör mal auf, ja, voll gut. Geil. Lila steht dir richtig geil, Alter. Was hast du gegessen? Was hab ich gegessen? Keine Ahnung. Pizza, Pommes, alles.
Okay. Der ist aber kleinste, aber. Nein, lass uns was trinken gehen. Aber klein. Ciao. Ciao. Tschüss. Du hast richtig gute Kollegen. Du hast jetzt Arbeit oder was? Vielleicht, der hat mich gerade angerufen. Meinte, ah, okay, I see you're busy, so I call you next time. Guck ja. So ein Yuta heißt der, das ist ein Japaner. Der Traum ist schon in Erfüllung gegangen, sodass ich einen Anruf bekomme vom Tanztheater und die fragen, so, haben wir jetzt nicht Lust, Ersatz zu machen fürs Erste und je nachdem dann vielleicht auch möglicherweise zu tanzen. Und ich wollte das schon immer mal tanzen. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt mit dieser Musik, mit diesen Leuten und mit diesen Gefühlen, die man wirklich wie aus einer Palette rausziehen kann in diesen 35 Minuten. Es ist einfach super stark, das Stück. Und ich wollte unbedingt am eigenen Leib erfahren, wie es ist. Das ist unglaublich. Ich hätte gedacht, ich werde das vielleicht so in 20 Jahren tanzen, wenn ich so 40 bin. Natürlich ist man nervös. Es ist halt sacre. Und es ist halt mit dem Tanztheater Wuppertal. Das ist schon groß. Ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang tanzen will. Ich will so lange tanzen, wie ich fühle, dass es gut für mich ist. Manchmal habe ich auch Angst vor dieser Frage, weil ich nicht weiß, was passiert. Irgendwo will ich das. Aber irgendwo weiß ich auch nicht, inwiefern das mit meiner Roma-Kultur, wie lange das gut geht. Und natürlich gibt es Tage, in denen ich mir denke, boah, Junge, ey, dein Leben lang das durchziehen, nicht wissen, ob du geregeltes Einkommen hast. Von Stadt zu Stadt, ist ja so ein bisschen Roma-mäßig, ne? Zigeuner-like, so traveln und so. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Irgendwann werde ich Kinder haben und ich brauche irgendwie ein geregeltes Leben. Es muss einfach eine gewisse Routine vorhanden sein, finde ich. Und ich glaube, solange ich alleine bin, ist das meine Entscheidung. Und dann trage ich Verantwortung dafür. Aber sobald da mehrere Personen involviert sind, dann ist das... Dann darf ich auch gar nicht mehr an mich denken. Dann muss ich an uns denken oder an das Wohl der Familie. So in einer Welt, in der alles gut ist und in der es keinen Welthunger gibt und in der es keinen Terroristen gibt. In so einer Welt würde ich für mein Leben lang tanzen. Gerne sogar. Aber ich weiß nicht, ich lasse das Leben für mich entscheiden.